Linie 3 Ikea, Linie 4 Erdbach, Linie 5 Wohnpark. Und da oben ist noch eine Linie 2. Ne, Linie 6 plus 100 plus 802. Oh, wir haben Fahrt. Für solche Sachen gibt es eigentlich auch dynamische Hilfspfeile. Nächste Haltestelle, Nordzweige. Nordzweige, mhm. Ich dachte jetzt gerade eben eigentlich, dass mit diesem Richtung Nordzweige eher irgendwie was mit was zu tun hat, dass hier jetzt eigentlich Norden wäre und dass alle Linien sozusagen, die nach Norden müssen und dass das sich da also alles abschneidet, sozusagen, also sozusagen eine Gabelung oder so eine Kreuzung. Ah, okay, sie haben sich in unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Es ist mir sowas von egal. So, halten ohne das ABS, ohne dass das ABS einspringt. Ich mag die Türen. Es würde zwar kein Verkehrsunternehmen in dieser Ausführung, glaube ich, besorgen, aber ich finde es trotzdem lustig. Und die Tür ist langsam. So, wir müssen geradeaus. Links müssen die 5, 6 und die 100 hin. Und da geht es noch zum Betriebshof. Oh, Tunnel voraus. Nächste Haltestelle, Alfred-Lappan-Platz. Ah, und da darf ich sogar 60 fahren. Das finde ich schön. So, da das hier ein Tunnel ist, müssen wir Licht anmachen. Und der wechselt natürlich auf meine Spur und ich überhole den einfach. Und das Taxi auch. Verkehrschaos im Tunnel, yay. Wobei das hier ist gegen so ein paar Tunnel in Paris nichts. Ich war ja in Frankreich so die letzten 1,5 Wochen, beziehungsweise ich glaube, das waren sogar schon fast 2 Wochen. Eher eineinhalb. Und sprechen ist heute auch schwierig. da standen wir im Stau auf einer Autobahn in einem Tunnel in Paris. Es war interessant. Die Motorfahrer, die hatten natürlich so einen schönen Vorteil. Die konnten einfach hier über die Linien fahren, über die Straßenmarkierungen und haben sich an allen Autos so dazwischen durchgedrängelt. Ui, aber hier ist auch schon wieder ein bisschen mehr los. Uhr, ich glaube, das ist gar nicht mehr weit bis dahin. Um 12 Uhr müssen wir ankommen. Na gut, ich habe jetzt auch fast 5 Minuten Verspätung. Das heißt... Ja, okay, da kommen noch Haltestellen. So, und damit das jetzt mal ein bisschen schneller geht... Ein Modell, Schüler, bitte. Jetzt will er auch noch einen Fahrschein. Zwei... 80. So, Türen, Tür Mitte, Innenschwenk. Tür hinten, Innenschwenk. Wie man jetzt sehen kann, haben wir hier jetzt wieder Innenschwenktüren. Was macht der LKW da? Hä? Okay. Den muss ich jetzt nicht verstehen, den LKW, oder? Boah, was ist das denn jetzt hier? Nächste Haltestelle auf dem Sülzbrack. Sülzbrack, okay. Interessanter Straßenname, Haltestellenname. Und das Taxi fährt hier einfach so durch Autos durch. Hätte man den Pfad sperren müssen. Und beeil dich doch mal, du LKW. Beim Spurwechseln. Der bleibt ja fast stehen. So, jetzt entfernen wir uns auch schon von der Linie 3.
Aber die 800, die wird uns, die 802 wird uns noch ein bisschen begleiten, weil die fährt nämlich auch am Einkaufszentrum vorbei und hält dort, glaube ich, auch. Hallo. Schon wieder Kurzstrecke für Schüler, bitte. Sie sind schon wieder Kurzstrecke für Schüler, bitte. Das ist auch ein Satz, der ergibt Sinn. Nee, nicht 50, so. Also ich glaube, sie haben mir zu viel Geld gegeben. So, einfach jetzt mal mit Vollgas anfahren. Schon die Umwelt jetzt zwar nicht, aber wir kommen halt ein bisschen schneller voran. Ich will jetzt nicht 6 Minuten Verspätung haben. Nächste Haltestelle, 30er Straße. So, da vorne ist wieder ein bisschen Spurwechselchaos wegen dem LKW, der sich nicht entscheiden kann, ob er jetzt auf dieser Spur bleiben möchte oder doch auf die andere Spur wechseln möchte. LKWs, das ist jetzt mal ernsthaft. Können die sich nicht einmal für eine Spur entscheiden? So. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ach, das hier oben, das sind so Bürsten. Okay, das habe ich auch noch nirgendwo eingearbeitet gesehen. In irgendeinem Bus. Das finde ich auch cool. So. Nächste Haltestelle, Krummelnanke. Okay, die Ansage hatte noch das nächste Haltestelle von dem einen Ansagensprecher, aber die Haltestellenansage von dem anderen. Okay. Und da wollte niemand rein und niemand raus. Nächste Haltestelle, Wissenschaftsinstitut. Wissenschaftsinstitut. So, schön hier anhalten und Türen auf. Ach, der will mit. Ups. Ich dachte, der läuft da einfach nur so rum. Okay, dann ist er halt hinten eingestiegen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob ich immer noch mehr Verspätung sammeln würde. Nächste Haltestelle, Kellerweg. Aber es dürfte jetzt auch nicht mehr weit sein bis zur Haltestelle. Kellerweg ist, mal eben schauen. Okay, kommen noch 5 Haltestellen mindestens. Aber die sind auch alle so nah beieinander. Für Lauffaule anscheinend. Und der ist natürlich auch noch so nett und lässt den da raus, nachdem er die Spur gewechselt hat. Und muss deswegen natürlich total in die Eisen gehen. So dass wir hier nicht mehr über die... Nächste Haltestelle. Villena Chaussee. Danke. So, ich bin jetzt einfach mal so fies und dränge mich auf die andere Spur, damit ich jetzt nicht die Polizei wegen dem Unfall rufen muss. So, hier jetzt nicht noch einmal dasselbe, das wäre blöd. Kellerweg. Nee, Villena Chaussee. Eine rote Ampel. Und da vorne ist das Rathaus Spandau, wie man hier sehen kann. Und unser Bus, der ist, immer noch leer. Zumindest für die Verhältnisse. Also da hätte auch wirklich doch ein Solobus gereicht. Ah, das ist bestimmt mit Werbung Typ 1 gemeint. Hier so Broschüren. Wie geil ist das denn? So die Einleuchtung nach 3 Folgen. Was war Werbung Typ 1? Und dann so nach der 3. Folge. Oh mein Gott.
Das waren die Broschüren, die da angezeigt werden. Blitzmerker kann man dazu sagen. Sie haben mir zu viel Rückhalt rausgegeben. Zu viel? Ach so, ja, okay. Eine Kurzstrecke bitte. Also ich werde auf jeden Fall nochmal definitiv in der nächsten Zeit die anderen beiden Varianten fahren, die ja noch da sind. Also die beiden Solobus-Varianten in 12 Meter. Einmal den Überland und einmal den ganz normalen. Aber jetzt halt nicht so direkt dahinter. Nächste Haltestelle. Weil Abwechslung und so. Achso, da will niemand mit. Die will anscheinend auch nicht mit. Die ist dann nur so lang gelaufen. Ich hoffe einfach mal, die ist nur so lang gelaufen. Hoffnung stirbt zuletzt. Nächste Haltestelle, Stadtgerichtshof. Ah, jetzt muss es hier irgendetwas nachladen. Entweder ein Bus oder das Einkaufszentrum. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein. Sie haben mir zu viel Rückhalt rausgegeben. Eine Kurzstrecke, bitte. Okay, da hat hinten jemand gerade eben gemeckert beim Einsteigen. Ist ja schön. Ah, ich kann auch fahren. Ich gebe jetzt auch schon Vollgas, obwohl das eigentlich auch gar nicht so schön wäre. Aber, naja, muss sein. Ich habe 6 Minuten Verspätung. Was? Was ist denn für ein Kack-Fahrplan? Nein, es liegt wahrscheinlich an mir. Nächste Haltestelle. Nein, der Fahrplan ist jetzt auch nicht so eingestellt, dass man hier irgendwie innerhalb von einer halben Minute irgendwie so die nächste Haltestelle erreichen muss. Nein, ist nicht so. Toller Fahrplan. Unfallmeldung. Nicht das jetzt, das ist ein Ruckler. Bapp auf. Bapp auf, Neustadt Nord. Guten Tag. Bapp auffahrt Neustadt Nord, aha. Ah, und das nächste ist dann schon. Das nächste ist dann sogar schon das Einkaufszentrum. Schön. So, jetzt noch die Ampel und die hier vorne. Dann, ich gebe extra mal Gas, weil ich will jetzt hier nicht noch einmal an der Ampel stehen. So, auf diese Bundesautobahn, wie sie hier genannt wird. Nein, das war ja blöd. Das war wirklich blöd. Nächste Haltestelle. Erdbar. Einkaufszentrum. Auf dieser... Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Auf der Autobahn dort, da fährt man dann, wenn man die Linie 802 fährt. Die fährt, glaube ich, irgendwie so von so einem Natur-irgendwas-Dings-Bums oder von so einem Museum bis zum Hauptbahnhof. So, ich muss auch ein bisschen weiter nach vorne, weil ich sonst nicht die Ampel sehen kann. Das wäre suboptimal. Ah, da wird jetzt auch Endhaltestelle angezeigt. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Oder schön. Ah, jetzt habe ich grün. Alle Linien und da müssen wir natürlich hinterher. Ah, okay, dann... Also ich müsste eigentlich dahin, aber... Sagen wir einfach mal, der Busfahrer, der jetzt diesen Wagen hier übernehmen wird, der hat dann halt den Spaß, hier noch einmal zu wenden. Nase ist heute wieder Michael Schumacher, ja? Natürlich vom Aussteigen noch einmal meckern. Oh, ich war fast die ganze Fahrt über fast zu spät, okay. Also am Ende hatte ich irgendwie das meiste bei 6,38. Schön. So. Aber das wär's jetzt hier auch schon von diesem Video. Ich habe jetzt hier einmal den Stadtbus vorgestellt, in der 15-Meter-Variante. Ich muss sagen, ist eigentlich voll cool. Auch schön, dass es jetzt eine 15-Meter-Variante gibt. Ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Und ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen, dieses Add-on. Ist wirklich schön, aber man muss sich halt immer noch seine eigene Meinung, also selbst so ein Bild darüber machen, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht. Ich
hab's mir gleich am Release gekauft, weil, oder nicht gleich am Release, einen Tag später, weil ich am Donnerstag nicht da war. Und muss sagen, ich hab's bislang nicht bereut und ich denke mal, ich werde es auch nicht bereuen, weil die Busse sind einfach geil gemacht und die sind das Geld wert. Und wenn ihr das auch so denkt, dann holt ihr euch das sicherlich auch oder habt es euch schon geholt, das Add-on. So, aber das wär's jetzt auch schon von dieser Folge. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin macht's gut. Tschüss.